Hallo Afobs, ich bin's mal wieder, der Philipp von Bluebricks. Und wenn ihr mich seht, wisst ihr ganz genau, wir machen einen neuen Bluebricks Store auf. Hinter mir seht ihr schon den Saarbrückener Hauptbahnhof. Den Bluebricks Store öffnen wir in der Europagalerie. Wie ihr ihn findet, direkt neben mir. Hier findet ihr auch Parkplätze, Parkhäuser. Und dann zeige ich euch jetzt mal den Laden. Kommt mit! Hat gar nicht lange gedauert, da ist schon unser Bluebricks Store direkt neben den Rolltreppen, die zum Parkhaus führen. Wir machen hier für euch am 21.10. auf. Dann sind wir immer montags bis Samstag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr hier. Und jetzt wollen wir einen kleinen Blick in unser Store reinwerfen. So sieht der Laden geöffnet aus. Dann wollen wir mal drin gucken, was wir so an Neuheiten finden und vielleicht auch das eine oder andere Angebot. Zur Eröffnung haben wir Eröffnungsangebote. 8 ausgesuchte Artikel auf 2 Tischen verteilt. Wenn ihr reinkommt, seht ihr direkt, wo ihr sie findet. Wir haben hier zum Beispiel von Panlos den Stegosaurus für 59,95. Von Morg die Windmühle für 139,95. Wir haben das Märchenhaus von Lotz für 74,95. Und von Mode King die Bar für 179,95. Und dann gehen wir zum nächsten Tisch. Es geht weiter. Von Wangi haben wir den Eiffelturm für 49,95. Ebenfalls von Wangi Mona Lisa für 69,95. Notre Dame von Segau für 99,95. Von Happy Build der weiße Sportwagen für 159,95. Und da gehen selbstverständlich noch die 20% Rabatt runter. Die Eröffnungsangebote gelten vom 21.10. bis zum 22.10. Natürlich darf von Star Trek die dritte Welle nicht fehlen. Die ist hier in Saarbrücken vollständig verfügbar. Sogar jede Menge. Kommt gerne vorbei. Rechts neben der Kasse findet ihr unser Kobi-Regal und ich muss mal schauen, hier gibt es 2 Neuheiten. Wir haben hier zum Beispiel das Sonder-Kfz 7 von Kobi für 37,95 und die LIM 5, bekannt auch als MIG 17F, für 46,95. Und ich sehe gerade, hier oben haben wir den Citroën aus der 1:12er Serie. Davon haben wir sogar ein aufgebautes Modell. Das aufgebaute Set findet ihr oben auf unserer Brickbar. Neben mir steht jetzt auch der Alessandro, der Baumeister dieses Modells. Alessandro wird auch am 21.10. hier für euch zur Verfügung stehen. Erzähl doch mal, Alessandro, wie war denn das Bauen? Das Bauen war, wie man es von Kobi kennt, gar kein Problem. Alle Teile haben perfekt gepasst, die Farbe ist sehr authentisch und es sieht allgemein einfach sehr schön aus. Alessandro, wir haben noch mehr Neuheiten bei den Bluebricks Special. Hättest du Lust, unseren AFOPs da mal was zu zeigen? Auf jeden Fall. Perfekt. Also, wir haben jetzt 2 Regale nur mit Bluebricks Special aufgebaut, davon ein Regal nur mit Zügen, ein halbes Regal nur Autos und auf der anderen Seite Sonstiges mit den Neuheiten. Beide Burgerweiterungen, die Vorburg und der Saalbau, beide mit knapp 5000 Teilen. Dann die neue moderne Lokhalle, 3000 Teile. Dann natürlich auch ein paar Gebäude, das Forum Romanum, 1500 Teile und die beiden neuen Gebäude. Dazu gehört einmal die Eckkneipe Old Pub mit 3500 Teilen und das Fitnessstudio mit 3000 Teilen. Wir haben euch jetzt schon die Neuheiten gezeigt, auch die dritte Welle Star Trek, was wir an Sonderangeboten haben. Was haben wir noch im Store? Wir haben zum Beispiel hinter mir das Thema Technik. Auch die Sembo-Autos dürfen nicht fehlen. Weiter geht's mit dem Thema Architektur und da haben wir euch ganz unterschlagen. Wir haben auch wieder frisch reingekommen von Panlos, Lumetic Hospital und Sanctuary. Dann haben wir hier Thema Western, Mittelalter, auch ganz frisch reingekommen, das Indianerdorf und weiter geht's. Bei unserer Bundeswehrserie hat sich die Gorch Fock dazu gesellt. Auch das Thema Blumen wächst und gedeiht, mittlerweile 2 Regale voll. Für den kleinen Bauspaß zwischendurch haben wir jede Menge kleine Sets von 1 Euro bis 5 Euro direkt an der Kasse. Hier finden wir auch was für die Kleinen. Bestimmt der eine oder andere findet auch was für den Großen. Rechts neben mir findet ihr die ganzen Sondersteine, Mini-Blocks und Diamond-Blocks und links von mir die Architekturgeschichten von Wangi. Neben mir hat sich jetzt auch der Marc hingestellt. Das ganze Team freut sich hier am 21.10. euch begrüßen zu dürfen. Dann sind wir um 9.30 Uhr für euch hier. Für dieses Jahr war es das die letzte Store-Öffnung. Dann dürft ihr gespannt sein, wie es nächstes Jahr weitergeht. Dann sage ich, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es hier im Europa-Galerie mehr davon. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. So, Alessandro, wir gehen jetzt was essen. Was isst man hier so im Saarland? Guter Fleischfisch weg. Alles klar, ich gebe aus.